Nicht nur für Pferdeliebhaber ist der Hengstauftrieb im Rauresertal ein absoluter Höhepunkt. Auch Gäste und Einheimische haben sich den Termin im Juni immer dick im Kalender angestrichen. Über 2500 Zuschauer pilgerten zum Bodenhaus in Kolmsegurn, um die Noriker Zuchthengste der Pferdealmgenossenschaft Grieswies beim Kampf um den Leithengst des Jahres zu beobachten. Schon die Kleinsten sind Fans des Spektakels. Haben die kämpft? Welche Bedeutung der Kampf für die Deckhengste hat, weiß Almverwalter Andreas Keudl. Ja, der machen sie jetzt die Rangordnung aus, wer auf der Weide dann anführt. Und der hat eine praktische Leitfunktion. Der geht dann voraus, der ist auch schon öfters hier gewesen, der geht dann den anderen voraus und zeigt ihnen praktisch den Weg. Zur eigenen Sicherheit werden den Hengsten selbstverständlich vorab die Eisen entfernt. Trotz vollem Einsatz kam es noch nie zu gröberen Verletzungen. Es kommt aber nicht nur auf die Kraft der Hengste an. Ja, das geht nicht nur jetzt um die körperliche Stärke, sondern wir sagen bei den Pferden auch, also wer den besseren Nerv hat, gehört auch eine gewisse Ruhe und Überlegenheit dazu. Die Hengste mit dem stärkeren Nerv, die sind nicht bei jedem Kampf dabei, die kämpfen nicht mit jedem, sondern die halten sich eher im Hintergrund. Und wenn es in die Endrunde geht, dann machen sie das mit Ruhe, sozusagen mit Nerv. Den besten Nerv und somit den Titel konnte sich in diesem Jahr der erst 6-jährige braune Norica-Hengst Titan Vulkan von Bauer Anton Wies aus Kuchl sichern. Die Besucher waren vom Hengstauftrieb begeistert. Gewaltig, ganz gewaltig. Wunderbar, echt, muss ich nicht sagen. Die geballte Kraft, was die Pferde haben, muss ich raus haben. Und die passen auch her, sind sie da, die kehren da her. Gewaltig, echt. Ja, weil, das, weil man das sowas erleben muss. Sowas muss man gesehen haben. Wie es reifend, das hat mir gut gefallen. Und wie es heute war, miteinander trennen. Nach dem Kampf der Giganten wurden alle Pferde in die wohlverdiente Sommerfrische geschickt, wo sie die nächsten 100 Tage Kraft tanken können. Gemeinsam mit zahlreichen Pferden, Rindern, Schafen und Ziegen wird der Leithengst den Sommer auf der Grieswiesalm verbringen.